Ja, der letzte Vortrag. Ich weiß nicht, wie aufnahmefähig ihr noch seid. Das ist eine Herausforderung für den, der predigt. Aber ich glaube, dieses Sendschreiben an Philadelphia ist extra für euch geschrieben. Vielleicht fühlst du dich auch so ähnlich wie ich, oft schwach und den Aufgaben nicht gewachsen. Und dass man meint, alles wächst einem über den Kopf. Und man fühlt sich völlig arm und schwach. Dafür ist das Sendschreiben an Philadelphia. Also mag es für dich gerade sein. Wir haben jedes Mal dieses Wort gehört: Wer ein Ohr hat oder wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte heute uns eigentlich dieses Sendschreiben nicht so sehr in Bezug auf die Gemeinden, sondern auf uns ganz persönlich anwenden. Und ich habe es so überschrieben: Der Segen der kleinen Kraft. Wisst ihr, ich bin in der Gemeinde bei uns in Wuppertal Briefempfänger. Und da kommt Post an für die Gemeinde. Informationen von Missionaren, von Missionswerken, Bettelbriefe, ja, alles Mögliche. Rechnungen, Mahnungen, hoffentlich nicht so viel. Auch schon mal ein anonymer Brief, so mit aufgeklebten Buchstaben. Kriegt man Bauchschmerzen? Und ich habe manchmal so gedacht, wie wäre das, wenn plötzlich im Briefkasten ein Brief an die Gemeinde oder an mich wäre vom Herrn Jesus? Ein Brief vom Herrn Jesus. Solch ein Brief kam damals in Philadelphia an. Und wir wollen jetzt diesen Brief miteinander lesen. Und wir schlagen auf Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Kontrolliert einfach in euren Bibeln, ob es richtig ist, was hier steht. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich übergebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer kennt Karl-Marx-Stadt? Wie heißt diese Stadt heute? Sehr gut. Es ist das Schicksal mancher Städte, dass sie ihren Namen wechseln müssen, je nach politischer Veränderung, oder?
Chemnitz hieß vorher Chemnitz, dann hieß es Karl-Marx-Stadt und jetzt heißt es wieder Chemnitz. So ähnlich ist das Philadelphia auch gegangen. Philadelphia, in Kleinasien gelegen, und wir sagten schon, dass Philadelphia im Rahmen dieser 7 Sendschreiben genannt wird. Es ist das 6. Sendschreiben. Diese Stadt ist eigentlich die modernste dieser 7 Städte gewesen. Zwar schon im Jahre 189 vor Christus gegründet von Attalus, dem 2. König von Pergamos. Aus Liebe zu seinem eigenen Bruder Emenes, dem 2., nennt er diese Stadt Philadelphia, das heißt Bruderliebe. Sozusagen ein Kompliment an seinen eigenen Bruder. Doch im Jahre 17 nach Christus erlebt Philadelphia ein heftiges Erdbeben und wird dem Erdboden gleichgemacht. Die kaiserliche Hilfe aus Rom sorgt dafür, dass diese Stadt sehr schnell wieder aufgebaut wird. Das heißt, sie war also völlig neu, supermodern, zwar auf den alten Ruinen gebaut, aber eben neu. Aus Dankbarkeit der kaiserlichen Hilfe gegenüber wurde natürlich diese Stadt umbenannt. Sie hieß dann Neo Caesarea. Logisch, nicht wahr? Aber 30 Jahre später, als eben Caesar nicht mehr da war, hieß sie wieder Philadelphia. Und Philadelphia behielt diesen Namen bis zum Jahre 1392, als die Ottomanen die Kleinasien eroberten und die Türkei daraus entstand. Heute heißt diese Stadt Al-Şehir und ist islamisch, das heißt Gottesstadt. Zur Zeit der Apostel war sie klein, obwohl eben modern, aber klein und arm. Ich zeige hier kurz, wie der Weg des Briefträgers sozusagen gegangen ist, der die 7 Sendschreiben verteilt hat. Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Damit wir uns ein wenig einen Eindruck machen, zeige ich ein paar Bilder, was noch übrig geblieben ist. Es ist nicht viel, was aus alter Zeit in dem heutigen Al-Şehir oder Philadelphia noch existiert. Ein wenig Ruinen. Die Umgebung von Philadelphia war die Hochebene Phrygien und der Gründer dieser Stadt, also Attalus der 2., König von Pergamos, hatte diese Stadt dort zum Beginn dieser Hochebene gegründet, weil er die Absicht hatte, dass die griechische Kultur im Orient verbreitet wurde. Man sprach zu der Zeit des Apostels Johannes, als er dieses Sendschreiben schrieb, in dieser Stadt Griechisch und nicht mehr Phrygisch, die Landessprache. Es war ein Weinbaugebiet. Der Schutzgott Dionysos wurde verehrt, das ist der römische Bacchus, und man kann sich vorstellen, dass entsprechende Orgien gefeiert wurden. Außerdem wird berichtet, dass eine größere jüdische Ansiedlung in dieser Stadt war. Wir lesen davon in diesem Sendschreiben in Vers 9. Heute, wie gesagt, ist diese Stadt islamisch und eine ganz normale Industriestadt. Nicht viel erinnert mehr an das Philadelphia der damaligen Zeit. Uns interessiert natürlich mehr, wie ist diese Gemeinde entstanden? Als der Apostel Paulus auf der 2. Missionsreise durch die heutige Türkei kam,
Da wird uns berichtet in Apostelgeschichte 16, dass er durch den Geist Gottes gehindert wurde, das Wort Gottes in Asien zu predigen. Von daher scheint diese Gemeinde nicht zu dieser Zeit entstanden zu sein. Man kann eher annehmen, dass es zur Zeit der dritten Missionsreise war, Apostelgeschichte 19, als der Apostel Paulus seine mehrjährige Tätigkeit in Ephesus hatte, im Jahre 52 bis 55. Und da heißt es, alle, die in Asien, das heißt also Kleinasien, wohnten, sowohl Juden als Griechen, hörten das Wort des Herrn. Manche nehmen auch an, dass möglicherweise das Evangelium von Kolossäe aus zu ihnen gekommen ist. Kolossäe liegt ungefähr 80 Kilometer südlich. Man kann das entnehmen aus Kolosser 1, Vers 5 bis 6. Das vielleicht zu den äußeren Umständen. Nun wollen wir uns den Brief selber ansehen. Wir haben in diesen Tagen ja schon verschiedentlich gehört, dass wir die Sendschreiben unterschiedlich uns ansehen können und betrachten können. Einmal geschichtlich, kulturhistorisch sozusagen. Zum anderen kirchengeschichtlich, auch davon haben wir gehört. Aber ich denke, wir haben am meisten davon, wenn wir sie so lesen, wie wir auch heute als Gemeinden vor Ort es erleben können und auch wie wir persönlich Nutzen daraus haben. Und deswegen möchte ich den Hauptaugenmerk heute Morgen bei diesem Referat auf diesen letzten Punkt legen. Ein paar Vorbemerkungen. Was fällt auf bei diesem Sendschreiben? Mir ist aufgefallen, dass 9-mal das Wörtchen Ich vorkommt. Das heißt, der Herr Jesus, der Autor dieses Briefes, spricht immer von sich. Ich, 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 ich. Und das macht deutlich, dieser Brief ist ein ganz persönlicher Brief. Interessanterweise, wenn man zählt, merkt man auch, es steht auch 9-mal du. 9-mal ich und 9-mal du. Das zeigt, dieser Brief ist ein ganz persönlicher Brief des Herrn Jesus damals an die Geschwister in Philadelphia. Und ich möchte es übertragen auf uns. Es ist ein ganz persönlicher Brief von dem Herrn Jesus an dich. Und von daher versuch einfach, das, was hier steht, einmal für dich anzuwenden. Zum Zweiten fällt auf, 3-mal kommt das Wörtchen siehe vor. Das Wörtchen siehe in der Bibel ist auch ein ganz besonderes Wörtchen. Ich male mir jedes Mal, wenn ich über dieses Wort in der Bibel stolper, daneben ein Dreieck mit Ausrufungszeichen. Weil es sozusagen heißt, Achtung, aufgepasst, mach die Augen auf, hier kommt was Wichtiges. Also jedes Mal, wenn man in der Bibel das Wörtchen siehe liest, mach die Augen auf, pass auf. Das ist vielleicht einfach ein Hinweis, dass dann ganz besonders Gott mit dir reden will. Nun, als erstes, so haben wir gesehen, steht in Vers 7 der Autor, der Absender, der diesen Brief schreibt. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Und die Frage ist, wie stellt sich der Herr Jesus sich hier den Geschwistern in Philadelphia und auch uns vor? Und die Frage, wie kennst du den Herrn Jesus? Kennst du ihn als Herr? Oder ist es für dich der liebe Heiland? Oder ist es für dich der Kumpel? Heute sprechen viele nur noch von Jesus. So als dem Freund, als dem Kumpel. Für mich ist es immer der Herr Jesus. Ich werde nie vergessen, wir standen mit dem mobilen Treffpunkt, das ist so ein umgebauter Autobus von der Zeltmission, auf dem Rathausplatz bei uns und ich kam mit einem der Stadtstreicher ins Gespräch. Und er wollte wissen, was wir da machen.
Und ich habe gesagt, wir möchten mit Leuten wie dir ins Gespräch kommen. Und er sagt, worüber? Ich sage, über den Herrn Jesus. Wer ist das? Ich habe ihm gesagt, ich möchte eine andere Frage stellen. Warum säufst du? Er sagt zu mir, bring mir meine Frau wieder, höre ich auf zu saufen. Und ich habe ihn gefragt, säufst du, weil deine Frau weggelaufen ist, oder ist deine Frau weggelaufen, weil du säufst? Und er sagt, du hast ja recht. Ich sage, willst du denn frei werden? Jo, aber ich schaffe es nicht. Ich sage, hast du schon mal gebetet? Nee. Wie macht man das? Ich sage, falt mal deine Hände. Und sowas habe ich noch nicht erlebt. Da hat einer versucht, seine Hände zu falten. Er hat 10 Minuten gebraucht, um die Finger ineinander zu kriegen. Das war ein innerer Kampf. Bis er sie dann hatte. Und dann sagt er, und jetzt? Ich sage, jetzt sprich mir einfach mal nach. Herr Jesus. Da zieht er seine verspiegelte Sonnenbrille runter, guckt mich an und sagt, das geht nicht. Ich sage, warum nicht? Das ist nicht mein Herr. Und ich habe ihm gesagt, du hast eine Menge verstanden. Seht, der Herr Jesus ist nicht Herr Jesus wie Herr Müller, sondern Herr Jesus bedeutet, er ist der Kyrios, der Gebieter, der Herr. Wie kennst du denn den Jesus? Und ich glaube, wir Christen müssen uns wieder bewusst sein, dass er nicht nur der Freund ist, natürlich ist er auch der Freund, der dich lieb hat. Aber er ist auch dein Gebieter. Er ist dein Herr. Und er sagt hier, ich bin der Heilige. Was ist Heiligkeit? Heiligkeit bedeutet in der Bibel so viel wie abgesondert von der Sünde, völlig ohne Sünde, und das wird vom Herrn Jesus gesagt. Absolut rein. Aber auch abgesondert für Gott. Heiligkeit bedeutet nicht nur abstinent gegenüber der Sünde, sondern völlig hingewandt zu Gott. Und die Bibel sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist also der Wunsch Gottes, dass du und ich heilig sind. Und du sagst, geht nicht, kann ich nicht, bin ich nicht. Natürlich bin ich das nicht. Aber das ist der Wunsch des Herrn Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass ich den Herrn Jesus kennenlerne, wie er als Heiliger ist. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, 2. Korinther 3, Vers 18, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Nicht durch deine eigene Anstrengung, sondern in der Beschäftigung mit ihm wirst du verändert. Und er stellt sich vor als der Wahrhaftige. Wahrhaftigkeit bedeutet authentisch, ehrlich, echt. Und im Grunde, die Menschen heute lechzen danach, Menschen kennenzulernen, die echt sind. Und wir merken das bei der Gefährdetenhilfe, wenn wir Jungs aufnehmen. Ihr könnt den Test mal machen. Nehmt einen Ungläubigen in eure Familie auf und lebt ihm echtes Christsein vor. Und ihr könnt Gift draufnehmen, braucht er nicht. Aber ihr werdet feststellen, innerhalb von 6 bis 8 Wochen wird derjenige gläubig werden. Und wir stellen das bei den
Gefährdeten fest in der Wohngemeinschaft der Gefährdetenhilfe. Innerhalb von 6 bis 8 Wochen werden die gläubig. Und wenn man sie fragt, warum werdet ihr gläubig, dann sagen sie, wir haben euch beobachtet. Und ihr lebt das, was ihr sagt. Und das ist die Chance von uns Christen. Leb echt, leb authentisch. Und die Welt wird sich verändern. Ich bin überzeugt, wenn wir Christen wirklich so leben würden, ein echtes, authentisches, offenes, transparentes Leben und nicht sich alle hinter seine 4 Wände verbarrikadieren und sagen, my home is my castle. Wenn wir wirklich offensiv leben würden, die Menschen kämen zum Glauben. Man nennt das heute persönliche Evangelisation. Du brauchst kein Evangelist zu sein. Leb, wie der Jesus das möchte. Beide Eigenschaften, die wir am Herrn Jesus sehen, erwartet Gott auch von dir. Und ich kann es nur lernen, wenn ich wirklich ihn betrachte und ihn sehe. Und dann sagt der Herr Jesus und stellt sich vor, ich bin der, der den Schlüssel Davids hat. Gut, das muss man erklären. Der Schlüssel Davids, das ist ein Ausdruck aus Jesaja 22, Vers 22. Da wird geschildert zur Zeit Hiskias, des Königs Hiskias, dass Eliakim, der Hausverwalter Hiskias, den Schlüssel Davids hatte. Das heißt, er hatte die Verwaltung der Schatzkammer Davids. Er war verantwortlich sozusagen als Finanzminister für alle Finanzen im Hause Hiskias. Er verwaltete die Schatzkammer. Und der Jesus vergleicht dieses Bild von damals und er sagt, ich bin der, der diesen Schlüssel hat. Und er sagt, ich öffne und niemand wird schließen und ich schließe und niemand wird öffnen. Kennt ihr Türen ohne Griffe? Ich lade euch ein, mit in den Knast zu gehen. Da haben die Türen keine Klinken. Da braucht man immer einen, der einen Schlüssel hat. Und das ist auffallend. Für jeden Inhaftierten ist das ein Albtraum. Der Klang des großen Schlüssels. Und der Klang der Agraffen des Beamten, der durch den Flur geht und aufschließt. Wenn man ins Gefängnis geht, dann braucht man immer einen Beamten, der aufschließt und hinter einem wieder zuschließt und wieder aufschließt und hinter einem zuschließt. Alleine kommt man nicht wieder raus. Ich bin einmal vergessen worden. Ist auch eine spannende Gelegenheit. Die Inhaftierten haben schon Witze gemacht, sie wollten mich mit auf die Zelle nehmen. Aber ist eine andere Geschichte, brauche ich euch jetzt nicht weiter zu erzählen. Aber da merkt man, ich bin auf jemand angewiesen, der Türen aufschließt und Türen zumacht. Und der Jesus sagt, ich schließe Türen auf und ich schließe sie wieder zu. Und kein anderer kann das. Heute wird ja viel geschrieben, wie man Türen öffnen könnte. Man kann Bücher lesen und wenn man liest, es wurde schon erwähnt, Rick Warren, wenn man sein Buch liest, Kirche mit Vision, nun, ich komme aus der Werbebranche und ich weiß, was Marketing ist und ich weiß, wie man Werbung macht. Das ist Marketing. Und damit meint man, man hat den Schlüssel. Und der Jesus sagt, nicht. Ich schließe und nicht du. Wir meinen heute in der Christenheit, wir bräuchten Methoden, um Türen zu öffnen. Nein, wir brauchen den Herrn
um Türen zu öffnen. Und das ist so. Türen öffnen sich, wenn der Herr Jesus sie öffnet. Und Türen schließen sich, wenn er sie schließt. Der Jesus sagt nicht nur, ich bin der Schlüssel. Ihr kennt die Stelle aus Johannes 10. Er sagt, ich bin die Tür selber. Ihr müsst durch mich eingehen. Und keinen anderen Weg gibt es. Wir gehen dann weiter auf Vers 8. Da sagt der Herr Jesus, ich kenne deine Werke. Das ist gut, dass wir wissen, der Jesus weiß, was du tust. Ich weiß nicht, was du vom Beruf bist. Ich weiß nicht, was du kannst. Tja, komischerweise, selbst Grafiker kann der Jesus gebrauchen. Hm? Und vielleicht meinst du, ich habe nicht solche Hände, aber du kannst was anderes. Ich kenne deine Werke. Der Jesus weiß, was du für den Herrn Jesus tust und auch, was du für ihn tun kannst. Und vielleicht fühlst du dich ausgepowert. Du versuchst, für den Herrn Jesus tätig zu sein und denkst, Herr Jesus, kannst eigentlich auf mich stolz sein. Wenn alle so fleißig wären wie ich. Ich habe vor einiger Zeit von Moody gelesen, als er noch jung war, ist er nach England gefahren, um Spurgeon zu besuchen. Den großen Spurgeon. Und er besucht Spurgeon, er erzählt ihm, was er alles in Amerika für den Herrn schon tut. Er hat damals Kinderevangelisationen gemacht und Kinder gesammelt und so weiter, hat Sonntagsschulen gemacht. Und er hat erzählt und erzählt und erzählt, was er alles für den Herrn tut. Und Spurgeon hört sich das an und dann sagt er, Mr. Moody, es kommt nicht darauf an, was Moody für Jesus tut. Es kommt darauf an, was Jesus durch Moody tut. Und Moody schreibt, das hat mich vom Hocker gehauen. Und ich wünschte, wir würden das begreifen. Es kommt nicht darauf an, was du für den Herrn tust. Es kommt darauf an, was der Herr durch dich tun kann. Ob du offen bist für ihn. Herr, hier bin ich. Steh morgens auf und sag einfach, Herr Jesus, ich stehe dir zur Verfügung. Mach was heute. Dafür brauchst du nicht vollzeitig im Werk des Herrn zu sein. Also ich finde es hervorragend, wie man das in der biblischen kanaanäischen Sprache sagt, Zeltmacher zu sein. Ja? Also seinem Beruf nachzugehen und für den Herrn unterwegs zu sein. Und ich bin dankbar, dass der Herr mich gebrauchen kann auch und viele gebrauchen kann, nebenberuflich. Finanzamt meint, das sei ein Hobby von mir, für die Gemeinde unterwegs zu sein. Ein schönes Hobby, muss ich sagen. Echt ein schönes Hobby. Ich kann nur Appetit machen. Offen zu sein, Herr Jesus, gebrauch mich. Und wenn man das betet, ich kann euch garantieren, das wird ein spannendes Leben. Da kommt man sogar ins Gefängnis. Hm? Ja. Ja, zum Glück bin ich immer wieder rausgekommen. Aber das hätte ich mir nie träumen lassen. Wisst ihr, als vor jetzt bald 40 Jahren ein alter Bruder in der Gemeinde bei mir gesagt hat, Eberhard, gehst du mit mir in den Knast? Da habe ich gesagt, lass mich in Ruhe, das ist nicht meine Welt. Der ist schon lange beim Herrn. Ich bin überzeugt, der sitzt oben und guckt von der Wolke runter und freut sich, was da draus geworden ist. Dass wir heute von der gefährdeten Hilfe in die Knäste gehen und ich würde euch alle am liebsten mal mitnehmen. Einfach zu erleben, wie Gott wirkt und Menschen verändert. Ich kenne deine Werke. Und dann kommt das erste Siehe.
Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und ich sagte, aufgepasst. Siehe, jetzt kommt etwas Wichtiges. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Ich glaube, alle Christen wünschen sich das, oder? Geöffnete Türen, das wäre doch fantastisch, oder? Türen, die sich öffnen. Man hört heute von Christen, ach, da wo ich wohne, das ist so ein harter Boden. Alle Türen sind zu. Ich glaube, das ist eine Irrmeinung. Ich bin überzeugt, es gibt mehr offene Türen, als wir meinen. Wir haben nur keinen Blick mehr dafür. Ich möchte eigentlich anregen, nicht zu beten, Herr Jesus, öffne Türen, sondern zu beten, Herr Jesus, gib mir einen Blick für deine geöffneten Türen. Damit ich einen neuen Blick bekomme. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen mit runtergelassenen Jalousien durch diese Welt gehen und keinen Blick mehr haben für die Menschen, die der Herr Jesus schon vorbereitet. Ich bin erstaunt, was in den letzten Jahren bei uns geschehen ist. Ich bin erstaunt und mein Herz ist glücklich zu sehen, was in den letzten Jahren in Bayern und in Allgäu geschehen ist. Wie viele Gemeinden entstanden sind. Und was hat man früher gesagt? Bayern ist harter Boden. Und ich bin dankbar, was für Gemeinden da entstehen. Gott öffnet. Ach, dass wir die Blicke hätten, die der Jesus hat. Und er sagt, drei Begründungen, warum er Türen öffnet. Und das ist eigentlich das Geheimnis für uns heute. Wenn du wissen willst, wann Gott Türen öffnet, dann schau hier in das Sendschreiben. Den ersten Grund, den er sagt, denn du hast eine kleine Kraft. Das ist eine komische Begründung, oder? Wir würden sagen, Herr Jesus würde sagen, also dich kann ich gebrauchen, du hast Power. So Leute braucht man, die anfassen und die strotzen vor Kraft. Ja, Jesus sagt, nein, ich mache deine Türe, die Türe auf, weil du schwach bist. Das ist göttliche Logik. Und wir finden das in der Bibel immer wieder. Seht, die Gemeinde damals in Philadelphia hatte keine große Ökumene. Sie hatte nicht eine starke Allianz. Sie hatte nicht einen großen Gemeindeverbund. Machte nicht Feldzüge, nicht Demonstrationen für Jesus. Machte keine Jesusmärsche, nicht Power-Evangelismen, nicht Mega- oder Emerging Church. Machte auch nicht Politik. Und viele meinen, das wären die Mittel, um Türen zu öffnen. Ich muss die Politiker erreichen. Christen, engagiert euch in der Politik, damit die Christen endlich akzeptiert werden. Der Jesus sagt, du hast eine kleine Kraft. Du sagst vielleicht, wir sind nur eine kleine Gemeinde. Halleluja. Freu dich darüber. Die beste Voraussetzung dafür, dass Gott Türen öffnet. Nimm das als eine Verheißung. Ich habe dir eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft. Seht, er sagt dem Apostel Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Oder den Jüngern sagt er in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Oder auch den Ausspruch kennt er von Spurgeon, meine Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten.
Oder der Vers wurde auch schon zitiert, Sacharja 4, Vers 6. Nicht durch Macht und Kraft, sondern durch meinen Geist. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wir könnten durch die Bibel gehen und viele Beispiele aufführen, wo der Herr Jesus oder wo Gott gezeigt hat, dass er mit schwacher, kleiner Kraft gehandelt hat. Denken wir an den Auszug aus Ägypten. Was ist das für ein erbärmliches Volk, das da auszieht? Ohne Waffen, ihre Habseligkeiten in Tücher zusammengebunden, auf die Schulter gelegt. Und der Herr Jesus macht große Wunder. Oder dann der Kampf gegen Amalek, 2. Mose 17. Was ist das für ein armseliges Zeugnis? Das ist doch keine Strategie für Militär, oder? Da steht ein Mann und dann muss er sich setzen, weil er keine Kraft mehr hat. Und er braucht zwei Helfer, die ihm die Hände halten, damit er beten kann. Und Gott gebraucht so einen schwachen Mose, um Israel zu retten. Oder Eroberung Jerichos. Militärisch ist das doch ein Witz, oder? Da wandert ein Volk ohne Waffen drumherum, posaunt, singt. Und Gott gibt Rettung. Oder Gideon. Mit 300 kleinen Leuten gehen eine riesige Übermacht. Oder David. Nur einen kleinen glatten Stein. Er hatte zwar noch 4 in Reserve, aber die hatte gar nicht gebraucht. Gott handelt. Das ist das Prinzip von Gott. Durch kleine Kraft Siege zu machen. Warum? Damit wir uns nicht den Ruhm anheften können, sondern damit ihm die Ehre bleibt. Und wir Christen sollten das endlich begreifen. Und wir finden das in der Kirchengeschichte ganz genauso. Ihr kennt die Männer, Bonhoeffer, Müller, Luther, Spurgeon, Wesley, Whitefield, Hudson Taylor, Jan Hus, Graf Zinzendorf. Im Grunde alles schwache Männer. Und was hat Gott durch diese einzelnen Männer bewirken können? Und wir sagen heute immer, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen eine Vision, wir brauchen eine Mannschaft, wir brauchen 1 Million Fußvolk, oder? Wie war das hier? Gott handelt anders. Also der erste Grund, warum Gott Türen öffnet, kleine Kraft. Zweite Begründung, Voraussetzung für offene Türen, du hast mein Wort bewahrt. Das ist auch heute ein Thema, oder? Man nennt das heute bibeltreu. Ich glaube, ich brauche dazu nicht viel sagen. Was ist Bibeltreue? Bibeltreue ist, ich stütze mich auf sein Wort. Er hat es gesagt und sein Wort trügt nicht. Ich kann mich darauf verlassen. Deswegen bibeltreu. Und der dritte Grund, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir nennen das heute Jesus-treu. Und das versucht man heute gegeneinander auszuspielen. Da sagen die einen, heute ist wichtiger, Jesus-treu zu sein. Bibeltreu, das ist nicht so wichtig. Und man meint, das gäbe ein Gegeneinander. Jesus treu sei wichtiger als bibeltreu.
Aber Jesus treu kann ich nur sein, wenn ich dem Jesus treu bin, der in der Bibel steht. Und wenn ich der Bibel treu bin, dann lerne ich den kennen, der Jesus ist. Die beiden Dinge sind untrennbar miteinander verbunden. Also, bibeltreu, Jesustreu, kleine Kraft. Und ich bin dankbar, dass uns hiermit das Rezept gegeben wird, Gottes Rezept für geöffnete Türen. Im Grunde heißt das einfach, sei treu. Treue bedeutet nicht, sich ausruhen. Das meinen manche, ja? Sich gemütlich in den gepolsterten Gemeindesessel setzen, die Füße hochlegen und abwarten, was der Herr tut. Das ist Schlafmützigkeit, aber nicht Treue. Treue bedeutet, gehorsam dem Wort Gottes zu sein und für ihn aktiv zu werden, weil er es sagt. Und darauf zu achten, was er sagt und was ich tun soll. Und wenn das geschieht, dann geschieht das, wie in Philadelphia auch, der Herr Jesus belohnt. Vers 9, siehe, ich gebe dir aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Merkt ihr, in diesem Abschnitt kommt zweimal das Wort siehe vor. Siehe, ich gebe, siehe, ich werde. Und beide Male gibt der Herr Jesus die Belohnung. Und er gibt die Belohnung nicht, dass die Feinde dieser Gemeinde in Philadelphia kommen und die Gemeinde akzeptieren, sondern was? Die Belohnung des Herrn Jesus ist, dass sie erkennen, dass ich dich geliebt habe. Jesus liebt dich und das ist genug. Wir brauchen nicht die Anerkennung dieser Welt. Wir brauchen nicht die Anerkennung auch der frommen Welt. Wir brauchen nur den Herrn Jesus. Binde dich an ihn, vertraue ihm, stell dich ihm zur Verfügung. Sag ihm, ich habe nicht viel. Vielleicht hast du nur wie der kleine Junge da am See Genezareth nur 2 Brote und 5 Fische oder wie war es andersrum. Und das ist nicht viel, oder? Aber was kann der Herr daraus machen? Er braucht deine kleine Kraft. Stell sie ihm zur Verfügung. Sag nicht, ich muss erst stark werden. Sondern sag, Herr Jesus, da bin ich, mehr habe ich nicht. Mach was. Und das ist gut. Er belohnt und er sagt in Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Man könnte jetzt lange darüber sprechen, über das Kommen des Herrn. Ich werde es mir verkneifen, sonst wären wir sicherlich noch ein paar Stunden hier. Aber das ist eine Belohnung und ein Versprechen Gottes. Er sagt den Geschwistern in Philadelphia, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde. Das heißt, er bewahrt mich vor der Stunde. Ich weiß, es gibt manche, die die zukünftigen Dinge anders sehen und andere Schwerpunkte legen. Ich bin dankbar, dass ich
es so erkennen kann, dass der Herr mich und euch, die ihr gläubig seid, vor der Stunde der Versuchung bewahren wird. Und ich bin dankbar, dass ich bei ihm sein werde. Ich gehe jetzt nicht darauf näher ein. Wer sich dafür interessiert, ihr kennt sicherlich dieses Buch, Bibelpanorama. Ich habe es vor 36, 37 Jahren gemacht. Und ich habe mich damals ein ganzes Jahr damit beschäftigt. Und ich bin dankbar. Natürlich gibt es andere Auffassungen. Aber ich sage manchmal, die Bibel ist wie ein Puzzle. Nach meiner Überzeugung ist die Lösung der sogenannten Vorentrückung das Bild der Zukunft, wo die wenigsten Puzzleteile übrig bleiben. Damit möchte ich keinem etwas absprechen, der anders denkt. Wir werden beide im Himmel ankommen. Es ist nicht teils notwendig. Aber ich bin dankbar, wenn es so ist oder sein sollte, dass vor der großen Drangsal die Entrückung ist, dann werden auch alle die mitkommen müssen, die glauben, dass es erst später kommt. Entschuldigt, das soll kein Witz sein. Und wir können uns dann im Himmel zuzwinkern, wer recht hatte. Es kann sein, dass ich mich irre. Aber ich freue mich auf den Augenblick und mir geht es so ähnlich, wie Ulis Kamprax das gestern Abend sagte von der alten Dame, die immer wieder sagte, ich freue mich, dass der Herr Jesus kommt und hoffentlich kommt er bald. Und vielleicht der Hinweis noch, damit auch unsere Kinder begreifen, wie das mit der Zukunft ist, habe ich im vergangenen Jahr dieses Buch gemacht. Das ist sozusagen das Bibelpanorama für Kinder. Und ich bin überzeugt, wenn auch die Eltern das Bibelpanorama für Kinder gelesen haben, dann werden sie auch das Bibelpanorama für Erwachsene verstehen. Er sagt, ich komme bald. Und wisst ihr, darauf freue ich mich, dass ich nicht kämpfen muss, sondern treu sein muss. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Salopp gesagt, das ist himmlisches Graffiti, oder? Drei Namen auf eine Säule geschrieben. Und das bedeutet im Grunde, du wirst bestehen. Eine Säule kann sich nicht selbstständig entfernen aus dem Tempel Gottes, oder? Eine Säule ist standhaft, sie steht. Man kann sie nicht wegrücken. Zum anderen heißt es einfach, du stehst in der Gegenwart Gottes. Und Gott hat seinen Namen da drauf geschrieben und den Namen von Jerusalem und den Namen des Herrn Jesus. Du gehörst ihm. Immer und ewig. Und das macht mein Herz froh. Der Jesus verspricht den Überwindern den ständigen Aufenthalt in seiner Gegenwart. Und ich möchte euch das so mitgeben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Frage ist, was nimmst du mit von dieser Malachi-Konferenz? Und wenn es nur der Zuspruch des Herrn ist, ich gebe dir eine geöffnete Tür, denn du hast eine kleine Kraft. Danke.